Hallo ihr geilen Äffchen, hier ist Zarda Elf und wir zocken Sniper Elite, ja. War gerade etwas abgelenkt und ja, wir machen mal auf Spiel fortsetzen. Natürlich Meisterschütze. Projekt Seuche. Darauf wies der Geheimdienst in der Oase hin. Valens geheimnisvoller Auftrag in Afrika. Ich sollte Antworten finden, stieß aber nur auf immer weitere Fragen. Meine Befehle lauten, herauszufinden, was der Informant weiß, um die Lücken zu füllen. Das Problem ist nur, er wird in einem Kriegsgefangenenlager im Norden festgehalten. Und der einzige Weg dorthin führt über den Halfaya Pass. Ich schließe mich dem Langstrecken-Wüstenkampfverband an. Aber die Deutschen haben sich mit 8-8er Flachs und einem schweren Fahrzeugpark eingegraben. Wir dürfen uns kein großes Feuergefecht leisten. Ich muss ihre Waffen ausschalten und dem Kampfverband den Rücken freihalten. Der Pass ist schwer bewacht, zudem drohen überraschende Konfrontationen auf engstem Raum. Ich muss umsichtig vorgehen und ein paar Minen für einen schnellen Abgang einpacken. Vermutlich nennt man ihn nicht ohne Grund den Höllenfeuerpass. Minen sollen wir einpacken. Bewaffnung. Aber ja, was für Minen? Landminen, Stolperminen, Dynamit. was sind denn S-Minen? Anti-Infanterie-Minen, großer Flächenschaden. Ach, wir finden da bestimmt welche. Das gibt es immer noch das. Also, jetzt mal gucken hier, warum. Ich habe das Game mal neu gestartet und so weiter. Die Waffe müssten wir haben. Wenn wir jetzt starten. Und gucken, ob da immer noch der schwule Bug da ist, dass das immer so verkackt aussieht. Was war das? Ey, die Bildchen sind viel zu kurz. Oh nö, warum haben wir denn die eine Waffe da? Das Maschinengewehr und das Snipergewehr haben wir nicht ausgewählt, was er auf dem Rücken hat. Jawohl. Das haben wir nicht ausgewählt, seht ihr das? Verdammte Axt. Wo sind wir denn da unten? Erkunden Sie die Siedlung in den Bergen. Okay. Da ist schon mal... Ich sehe es nicht. Ist das Rauch da hinten? Nee, das ist ein Busch. Hier hat er irgendwas gerade gesehen. Aber die hat er drin, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Können wir hier weiter mit der Mistkröte spielen von Nivea? Hier ist keiner. Sieht aber... Oh, ja. Ich habe einen Stern. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Dahin. Schleichen ist ja echt öde, aber ich glaube, das ist besser als hier laut rennen. Oh, hier oben ist einer. Hundert Meter. Kann man hier in der Karte ranzoomen? Alter, das ist ja... Wir müssten eigentlich hier lang. Aber wir checken einfach jetzt mal hier ab, hier. Hier ist auch schon wieder irgendwo einer.
Da. Okay, wenn wir da lang gelaufen wären, dann hätte der uns gesehen. So, hier war da noch so ein Früchtchen. Hier. Ja, tü. Ja, wir kommen ganz langsam näher. Was sind wir denn eigentlich jetzt schon wieder? Wir schleichen ja echt einmal außen rum oder was? Hier können wir bestimmt hochklettern. Können wir hier auch hoch? Ne. Das kann nicht wahr sein hier, das ist ja öde. Was zum Geier ist das denn? Oh. Der hat sein Gehirn verteilt. Alter. Ich glaube, wir sind echt besser dran, wenn wir hier unten weiter schleichen. Würde ich mal sagen, natürlich. Ich würde gerade sagen. Warum ist denn hier so ein verkacktes Wasserrad? Also das Wasser sieht ja scheiße aus, wenn das Wasser sein. Ja. Was zum Geil ist das denn? Also die Maus müssen wir noch ein bisschen. So. Der Tagesordnung die 8-8er finden. Was soll denn das hier sein? Kommt man hier rein? Die 8-8er finden! Wir schleichen bestimmt ein paar von den Mongos rum, oder? Oh, da ist ein Mongo. Klettern sogar Leitern. Na, dann ist er hier der erste Tote. Oder auch nicht. Dann nehmen wir den da. Jawohl. Ach so. Wir wollen jetzt mal probieren, Leute, das Genick wegzuschießen. Ach, guck mal, da oben ist halt noch einer. Die unterhalten sich, das ist scheiße bei denen. Oh.
gucken, Kiefer oder sowas fetzen wir jetzt weg. Aber ich habe gesehen, hier war noch einer. Irgendwo. Irgendwie ist das verbuggt. Oh oh. Das muss jetzt schnell gehen. Ah, die sind alle so weit auseinander. Da hinten ist noch einer. Können wir das Genick wegschießen? Jawohl! Aber wo ich mir Sorgen mache, die man nicht einfach so wegballern können, sind die zwei da. Das muss denn schnell gehen. Zack, zack. Ich weiß nicht, von wo es kommt. Nee, 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 nee. Mach den gelben Kreis da unten am Radar weg. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Ja, das ist aber bestimmt kein... Der hält auch schon wieder die Knarre so. Hier irgendwo ist einer. Alter, ich wollte sehen, wo er den ihm meuchelt hat. Landminen, Stolperminen, okay. Ich wollte eigentlich auf das komische Sniper-Nest. Oh, da oben rennt einer rum. Ich kann ihn aber nicht erschießen. Komme ich denn da hoch? Alter, wie das ruckelt. Boah, ich sehe nix. Was war das? Schüsse! Unten lang! Nix mit Schüsse. Ihr habt nichts mehr zu gesehen. Mohahaha. Haha. Ihr Pfeifenwichs. Hier ist eine Höhle. Wo führt die Höhle hin?
Wo sind wir? Da. Wir müssen aber mal dahin. Na, kletter doch mal hoch hier, du Affenkind. Ja genau. Hä, wir liegen doch. Jetzt machen wir uns mal aufmerksam hier. Yeah. Alter, voll der Witz hier, wa? Voll der Grafikbug hier. Können wir nie antun. Aber ich habe gehört, bei Max, der hat das ja auch gezockt, der hat dasselbe Problem. Aber wir müssen, glaube ich, da hinten hin mal. Können wir hier runterspringen? Können wir. Weißt du was? Wir rennen jetzt einfach mal. Wo sind denn... Jetzt habe ich Orientierung nach links. Spring da hier rüber, du Affenkind. Komm mal hier durch. So, hier sind wir mal etwas leiser. Sind wir noch auf dem richtigen Pfad? Alter, wir sind erst hier. Wir schleichen jetzt mal hier oben hin. Dieser Krach könnte meinen Schuss übertönen. Oh nein, nicht runter. Scheiße. Was ist denn das, was da so... Ach hier, die Baller mit dem Ding. Okay. Oh oh. Der hatte mich gesehen. Das ist einer. Oh, immer die rechte Lunge. Klopst es? So, jetzt ist aber er hier dran. Jetzt haben wir, können wir ein bisschen...
Guck mal hier, der Kniescheibe oder sowas wegschießen. Boah, jawohl. So, Freunde, wer ist der Nächste? Da hinten. Nein, scheiße. Ja, geh zurück. Direkt in den Hinterkopf. Ich glaube, das Gesicht fällt weg. Boah. Da ist nicht mehr viel zu machen. Da sind Fässer da unten. Was haben wir da? Kann ich da drauf schießen? Oh, da rennt ja auch noch einer rum. Das sieht so groß aus. Da können wir bestimmt drauf schießen. Jawohl! Ein bisschen putt jetzt alles hier, wa? Dieses war der erste Streich. Und mit diesem schönen Satz beenden wir hiermit die Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Euer Zartalf, haut rein, bis zum nächsten Mal.